vor bei The Walking Dead. Während wir nach einem neuen Zuhause suchten, fanden AJ und ich tief im Wald ein altes Internat mit Teenagern. Ihr Anführer war ein Typ namens Marlon. Und AJ hat abgedrückt. Ich sagte AJ, dass er im Recht gewesen war, ihn zu töten. Die anderen Kinder sahen das nicht so. Sie stimmten ab, uns rauszuwerfen. Ich dachte nicht, dass wir zurückkommen. Dann griff Abel AJ und mich an. Einer der Plünderer, den Marlon die Zwillinge überlassen hatte. Bei ihm war eine Person, die ich nie wiedersehen wollte. Lily. Die Beißer hatten uns fast erwischt, als plötzlich einer mit mir redete. Sein Name war James, ein Ex-Flüsterer, der die Beißer beschützen wollte. Er half mir mit AJ, aber ohne richtige Medizin hatte er keine Chance. Beim Anblick von AJ hatten die anderen Mitleid und nahmen uns wieder auf. Als ich erklärt hatte, wie wir die Schule gegen die Plünderer verteidigen könnten, ließen sie uns bleiben. Wenigstens bis zum Kampf. Ich half Violet mit dem Glockenturm. Gemeinsam betrachteten wir die Sterne. Violet ist eine tolle Freundin. Eine Seltenheit. Dann kamen die Plünderer endlich. Sie öffneten die Tore mit Gewalt, aber alle blieben versteckt. Bis Ten die Deckung verließ, weil er etwas über seine Schwestern wissen wollte. Die Bombe ging los. Um Ten zu retten, stürzte Mitch auf Lily los und hatte dann ein Messer im Hals stecken. Ich hatte nur eine Sekunde Zeit. Ich schoss und rettete Louis. Sie verschleppten drei unserer Freunde. Wir hatten keine Ahnung, wo sie waren. Aber wir kannten eine Person, die es wusste. Erst war ich klein und Mitch hat mir geholfen. Hat mich gelehrt, keine Angst zu haben. Die anderen meinten, er war manchmal ein Idiot. Zu mir war er immer nett. Jetzt ist er tot. Von einem Miststück erstochen, das nicht mal seinen Namen kannte. Mitch wollte uns alle beschützen. Er hat sich geopfert, damit wir weiterkämpfen können. Das weiß ich. Aber das macht es nicht leichter. Er würde wollen, dass wir unsere Freunde finden und sie befreien. Und er würde wollen, dass wir die Verantwortlichen töten. Abel ist im Keller festgebunden. Er wurde ohnmächtig. Danke. AJ wollte da bleiben und ihn im Auge behalten. Hey, Kleiner. Es wird Zeit, dass wir Mitch begraben und uns verabschieden. Ich helfe ihm. Verzieh dich! Wegen dir ist er tot! Willy! Es stimmt doch! Wir hatten einen Plan! Er hat ihn vermasselt! Komm schon, Willy. Das ist nicht Tens Schuld. Du weißt, wer wirklich schuld ist. Du verteidigst ihn auch noch! Was für ein Schwachsinn! Ten! Ich mach das. Sprich mit Abel. Find heraus, wo Lily Vi, Oma und Asim hingebracht hat. Ich wollte ihm wehtun, damit er redet, aber ich konnte es nicht. Vielleicht bekommst du mehr aus ihm heraus als ich. So, herzlich willkommen zur Episode 3 von The Walking Dead.
Episode 3 habe ich. Walking Dead Final Season. Entschuldigung, Leute. Ich habe jetzt 5 Minuten lang nichts gesagt, weil ich erstmal mein Wissen auffrischen musste, weil Episode 2 ja schon ein Stück zurückliegt. So, aber die haben übel einen abgekriegt hier. Bei dem Angriff der komischen Leute da. Das reicht. Jetzt kann er nichts machen. Aber ich bin gespannt, wie es weitergeht. Rhodey. Der Hund, das... Oh, boah, das Vieh ist auch so übelst arg. Hey. Hast du deine Waffe wieder? Entschuldigung. Bereit? Nee, AJ knallt ihn gleich ab wieder. Aufwachen, Arschloch! Oh, verdammte Scheiße! Hey! Keine Art, einen alten Mann bei seinem Nickerchen zu stören. Ich hatte gerade einen schönen Traum. Von einem Mädchen, das ich früher kannte. Sie hatte mich gefesselt, aber ich war nicht gefangen, müsst ihr wissen. Nicht böse gemeint, aber ich träume lieber weiter. Wenn ihr also... Boah. AJ. Oh, verdammt, Knirps. Hey, du weißt schon, dass es gebrochen ist. Der eskaliert direkt immer. Ich mag deine Stimme nicht. Oh, das tut mir echt leid, aber eine andere habe ich nicht. Hör auf, AJ. Er muss reden. Aber ich bin im Recht. Mag sein, aber schau mir zu. Du machst das zum ersten Mal, oder? Du und der Satansbraten haben gar keinen Plan, dem ihr folgt. Mach es nicht noch schwieriger, okay? Ich will nur wissen, wo Lilly meine Leute hingebracht hat. Das ist egal. Sobald sie dort ankommt, wird sie kehrt machen und wegen mir zurückkommen. Du solltest mir also lieber eine 5-Sterne-Behandlung zukommen lassen. Wenn sie kommt und ich lächle, kannst du vielleicht etwas Gnade erwarten. Wir haben euch Rotzgören unterschätzt, aber Lilly macht den gleichen Fehler nicht zweimal. Glaubst du, wegen dir kommt Lilly wieder? Schau dich doch an. Du bist für sie jetzt nutzlos. Ich werde wieder. Niemand wird dich retten, Abel. Hier sind nur lauter wütende Kids, die deinen Tod wollen. Sag uns, wo unsere Freunde sind. Dann bekommst du Gnade. Ja, von dir. Lilly gibt sie niemals auf. Wir sind nur gekommen, weil wir Leute brauchen. Jonathan und ich sind weg. Dafür hat sie drei Rotznasen, die kaum schießen können. Selbst ein Idiot wie ich kann sich das ausrechnen. Wir werden sie befreien. Ihr wisst nicht, wie es da draußen ist. Ein einziges Blutbad, eine Gruppe gegen die nächste, von Richmond bis zur Küste. Im Delta herrscht Krieg. Ein Krieg mit kranken Typen, neben denen ich wie die Jungfrau Maria wirke. Für den Krieg brauchen wir Leute. Soldaten, die unseren Befehlen gehorchen und mit Waffen zielen wie befohlen. Ihr Rotzgören hättet ein Kinderspiel sein sollen. Das nennt man Entführung. Nenn es, wie du willst. Ich nenne es Überleben. Was für ein Ort ist das Delta, wenn es mit Zwangsarbeit verteidigt wird? Glaubt ihr, wir machen sowas gerne? Unser Zuhause ist bedroht. Ein gutes Zuhause. Dauerhaft. Ich tue alles, um es zu schützen. Vielleicht versteht ihr das. Ich tue alles, um meine Freunde zu befreien. Zurück zum Thema. Okay. In der Tasche vorn. Die Antwort auf all eure Fragen.
Lies es. Alles, was die Klauen spaltet und wiederkäut unter den Tieren, das sollt ihr essen. Ist das ein Code? Nein, das ist verdammt nochmal Leviticus. Ich dachte, es passt zur Situation, die andere Wange hinhalten und so. Na los! Alleine zündet die sich nicht an. Ihr wollt wissen, wo eure Freunde sind? Eine Kippe hilft beim Denken. Das wird wohl nicht bloß Tabak sein, ne? Dann erinnere ich mich besser, wo Lilly hin ist. Nee, los, gut. Knirps! Mann, ich bin schon wieder zu nett. Das fühlt sich gut an. Ach du Scheiße. Nein. Oh, Scheiße. So viel Blut. Oh, Scheiße. Das ist nicht gut. Er wird sterben, oder? Wir haben Medizin. Nee. Wir können ihm helfen. Ach Mann, warum bin ich denn so? Das wird nichts. Als du mich vom Balkon geworfen hast, ist in mir drin was zerplatzt. Da hilft keine Medizin. Mann, so wollte ich nicht enden. Alles ist aus dem Ruder gelaufen. Seht mich an. Was für ein Schlamassel. Wird er ein Monster? Nein! In meinem Leben habe ich mir alles mit meinen eigenen Händen und meinem Willen erarbeitet. Dass mein Körper mich im Stich lässt und verrät. Ich sag euch, wo ihr Lilly findet, aber... Aber lasst mich nicht zu einem Monster werden. Ich flehe euch an. Wie wäre es damit? Du sagst mir alles, was du weißt. Und dann sehen wir weiter. Ihr müsst es versprechen. Ach, komm schon, hey. Das ist mein bestes Angebot. Los, Abel. Dir läuft die Zeit davon. Du ziehst das nicht durch. Dass ich eins von diesen Monstern werde. Sicher? Was, wenn sie es spüren? Wenn sie sich verwandeln? Das tun sie sicher. Die ganze Zeit. Sie spüren es? Er ist ein Monster, AJ. Tot oder lebendig. Und er leidet wie... Ja... Okay, okay. Mein Stiefel. Da drin ist ein Zettel mit allem, was ihr wissen müsst. Ach, Mann, Leute. Ich habe erst gedacht, wir haben den mit der Zigarette. Oder ich habe den mit der Zigarette vergiftet oder so. Wisst ihr? Ja, so. Geheimagenten-Style. Die dann so eine im Zahn eine Kapsel haben, wo sie draufbeißen, wenn sie gefangen genommen werden oder so. Aber der hat ja deftig einen wegbekommen hier in der letzten Folge. Ja, das war schon die letzte Folge. Okay, prüfen wir mal seinen Stiefel. AJ, guck in den Stiefel. Wir haben ein Schiff, auf dem Papier steht. Wie weit es entfernt ist. Die Worte sind Namen von Städten. Das sind Ruf und Antwort, damit wir nicht auf unsere Leute schießen. Mittlerweile benutzen wir nur noch Rockingham. Ich kann nicht fassen, dass ich euch das erzähle. Ihr habt euer Ziel erreicht. Bitte, lass mich nicht so ein Monster werden.
bitte. Ich will kein... Nee, diesmal nie, mein Freund. Du warst ein Monster. Im Leben und im Tod bleibst du auch eins. Du wirst für immer in dieser kaputten Hülle feststecken. Der Typ hat meine volle Verachtung. Niemand verdient das. AJ hätten ja am liebsten weggemacht, denke ich mal. Der ist ja sehr, sehr direkt, was das angeht. AJ, schau nicht weg. Ich will, dass du es siehst. Ich will aber. Was war das für eine Antwort jetzt? Okay. Ich würde den Typen direkt aufheben für die Lilly. Abel? Ist der noch da drin? Komm, wir müssen das Schiff finden. Ja, ich bin ein böser Mensch. Gerade vor seinen Augen einen Menschen gefoltert. Rambling. Well, it's easier than just waiting around.